Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oh yeah, Minecraft. Ich habe euch gerade die schöne Seite meines Hauses gezeigt. Mehr habe ich leider nicht geschafft. Aber es sieht ganz gut aus, finde ich. Also es wird hier so ein Teil Küche. Den Rest werde ich auch noch ein bisschen machen. Und wie ihr seht, ich habe hier so ein paar Hotspots installiert, so dass es aussieht, als wären das richtige Lampen. Ja, ich finde, das hier sieht recht fesch aus. Und wenn hier dann die Küche steht und die auch beleuchtet ist, das wird gut atmosphärisch. Und hier werde ich dann wahrscheinlich irgendwie so ein kleines Zockerbereich machen. Und hier dann irgendwie, keine Ahnung, mal gucken. Ich lasse mich einfach inspirieren. Wie gesagt, viel habe ich nicht geschafft. Und ja, jetzt leuchtet das hier alles ein bisschen. Ich habe tatsächlich die Lampen hier entfernt. Und what? Verdammt. Ein Pixel ist falsch, egal. Ich habe die Lampen hier entfernt und habe stattdessen das Licht unter die Erde gebracht, so dass es halt unterirdisch leuchtet und ich das Licht nicht brauche. Das heißt, ich werde hier was anderes hinstellen. Was es sein wird, das weiß ich noch nicht. Die anderen haben sich einfach von mir inspirieren lassen und haben den Weg weitergezogen. Ihr seht schon, das sieht schon ein bisschen festlicher aus. Ich muss sagen, meins leuchtet jetzt noch nicht so sehr, aber ich werde es noch ein bisschen zum Leuchten bringen. Das heißt, so richtig, ja, richtig festtaglich. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit bis Weihnachten, von daher passt das schon. Ja, der Weihnachtsbaum, langsam bekommt er Gestalt und ist das ein Herz? Es ist ein Herz, auch wenn da ein Pixel falsch ist. Aber es ist ein Herz, wie cool. Naja, ich habe hier ein bisschen Schnee hingelegt und hier die Wand rübergezogen. Hier kommen eigentlich noch Türen hin, damit das alles nicht so kacke aussieht. Und wir wissen ja, Wind kommt immer von einer Seite. Das heißt, da ist alles natürlich verschneit und da ist alles natürlich ein bisschen klarer. Und hier wischt das auch alles noch ein bisschen rüber durch den Wind. Und hier haben die Lampen sind auch so ein bisschen eingeschneit. Nö. Ja, es wird langsam, es wird langsam. Wir laufen mal den Weg entlang. Ich finde den, der ist echt gut geworden. Ich habe extra hier quasi eine Riesenkuhle durchgezogen, damit die Monster nicht zu mir kommen. Man muss dazu sagen, die Jungs schaffen es einfach nicht, alles aufzuhellen bei sich. Und somit sind die Monster ständig zu mir gekommen. Also habe ich da einen Schlussstrich gezogen und da einfach ja, so eine Mauer lang gezogen. Und dann passt das schon. Ich muss sagen, hat sich ganz schön viel verändert, ne? So zum Anfang hin. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich plötzlich so weit oben bin. Bist du ein echtes Huhn? Muss man kurz mal überprüfen. Die Hauswand hier wird noch ein bisschen verbessert, weil der Schnee ist dann noch nicht fertig. Und die Hauswand, die hängt halt ein bisschen raus. Weil da hinten halt auch eigentlich Licht ist. Ich habe ein bisschen getrickst, um diese ganze Atmosphäre hinzubekommen. Gestern ist Baxis Haus irgendwie abgefackelt. Ich habe zwar einen Hauptverdächtigen, aber es wird sich quasi noch zeigen, was jetzt passieren wird. Einer wird auf jeden Fall demnächst fliegen. Und das heißt, Leute, wenn ihr noch mitmachen wollt, ihr könnt noch mitmachen. Da einer fliegt, kann einer dazukommen. Ja, Baxi versucht sein Haus jetzt irgendwie wieder aufzustellen. Er ist jetzt noch nicht weit gekommen. Schade eigentlich. Wir gehen mal weiter. Cookinator hat sich jetzt auch schon einen Tag lang nicht gemeldet. Aber naja, man muss ja nicht jeden Tag da sein, ne? Muss ja nicht jeden Tag aufwärts gehen. Bibnators Haus. Ja, hier ist alles gleich geblieben. Ich sammle mal ein paar Eier ein. Ich meine, wenn er schon die Eier nicht einsammelt, tue ich das wenigstens. Hier ist irgendwie so eine versteckte Höhle oder so. Ja, hauen wir mal wieder ab. So, gut, das dazu. Baxi läuft ja jetzt ein bisschen Amok. Keine Ahnung, was er da treibt. Er guckt sich wahrscheinlich den coolen Boden an. Ich sehe schon, da muss noch ein bisschen was repariert werden. Hier ist anscheinend mir der Glowstone ausgegangen, der eigentlich unterhalb des Steins ist. Was so viel bedeutet, wie dass da nichts ist. Das heißt, ich muss das Ganze noch ein bisschen ergänzen. Da ist mir der Rohstoff ausgegangen. Aber wir gehen erstmal weiter und gucken erstmal, was hier noch so Schönes ist. So, wessen Haus ist das hier denn? Ist ganz schön dunkel hier, ne? Ein Stein, ein Bett, zwei Betten.
Und eine Menge Zeug. Wessen Haus ist das denn? Irgendwer hatte mir seinen Balkon gezeigt. War das Awesome? Ich glaube, das war Awesome Vlogger. Ich glaube, das ist Awesome Vloggers Haus. Mit noch Schnee innen drin und ziemlich, ziemlich dunkel. Das heißt, wir gehen hier raus, bevor hier ein Creeper spawnt und mich wegreißt. Weil ich extra meine Rüstung ausgezogen habe für die Folge. Hui, ich habe einen kleinen Rucksack hinten dran. Deswegen bin ich auch wieder normal groß, wegen dem Rucksack. Einfach nur, weil sonst eigentlich einfach alles verbuggt ist. Naja. Nehmen wir was anderes in die Hand. Was nehme ich denn in die Hand? Ich nehme mal diesen schwarzen Pixel in die Hand, den sieht man nicht so sehr. So. Okay. Das ist verkackter Bogenschütze. Das hier ist das Haus von Nixtar. Das kennen wir ja schon. Er hat schon ein bisschen was gemacht. Ich glaube, ich habe vergessen, euch was zu zeigen. Und zwar bin ich eigentlich nur hier hochgegangen, bin dann hier hochgegangen. Also, bin dann quasi hier hochgegangen und habe gesehen, auch hier ist ja nichts. Das ist ein seltsames Dach. Vielleicht versucht er immer noch seine Truhe zu verstecken, ich weiß es nicht. Ups. Verdammt, das muss ich jetzt reparieren. Sorry. So. Obwohl da nicht mal was drin ist. Naja. Gut. Wieso auch nicht? So, hier hat er eine kleine Skulptur gebaut. Das habe ich euch gar nicht gezeigt, ne? Ich weiß nicht, was das darstellen soll. Eine kleine Ratte oder so. Da hat er sich wahrscheinlich irgendwie vertan. Naja. Oder vielleicht hat er noch zwei Bausteine gebraucht. Sieht aus wie eine kleine Ratte. Weiß nicht, was er davor gehabt hat. Aber alles noch so ein bisschen willkürlich. Wie heißt das? Ups, falsche Taste. Maxi? Keine Ahnung, was der hier treibt. Naja. Wir gehen mal hier weiter runter. Und hier hat, ich weiß nicht, Schienen oder so. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Aber ansonsten hat er hier halt wirklich nur noch ein bisschen was zum Farmen. Das heißt, ich bin tatsächlich momentan einer, der am weitesten ist. Obwohl ich spiele eigentlich kaum. Also weniger als die anderen auf jeden Fall. Naja, wieso nicht? Seht ihr schon, jetzt wird es dunkel, jetzt könnt ihr das sehen, wie der Boden leuchtet. Hier drunter ist Glowstone und deswegen leuchtet er. Also jetzt kein großer Glowstone wie der hier, sondern nur ein kleiner. Das heißt, ja, ich zeige euch gleich mal, wie es leuchtet. Normalerweise wäre es dann eigentlich heller. Aber da es halt nur wirklich so ein kleines Fitzelchen ist, ist es nicht so hell, als wenn da so ein großes ist. Also hier haben wir quasi nur eine Platte Glowstone, das heißt, es leuchtet schwächlich. Währenddessen wir hier einen ganzen Block Glowstone haben, weswegen das so stark leuchtet. Naja, und das hier ist halt eine Platte, die ihr seht schon, die leuchtet so kaum, sieht man kaum. Und das hier ist halt ein ganzer Glowstone. So, und so sieht das Ganze aus. Das Ganze wird natürlich jetzt noch ein bisschen festlicher. Ich versuche mich jetzt nochmal drauf zu machen, den Baum noch ein bisschen zu erweitern. Ja, wir haben hier ein schwarzes Brett mit Regeln. Nicht trollen, nicht stehlen, nicht beleidigen, nicht griefen. Ja, wegen Bugsy. Naja, da läuft er, der Arme. Oh, er hat irgendwas geschrieben. Ich drücke jetzt mal die falsche Taste. Zero Deadline hat deinen geheimen Schatz gefunden. Nicht wahr. Niemand findet meinen Geheimschatz. Naja, wir haben noch ein bisschen was anzugucken. Und zwar, wenn wir hier so lang gehen. Ich muss sagen, das sieht schon echt festlich aus nachts, ne? Ich meine, das wird jetzt noch ein bisschen besser. Ich werde neue Laternen aufstellen. Nicht so doofe wie da hinten. Sondern komplett neue. Naja, wir sind hier im Museum. Museum Huntington. Eintritt frei. Hier kann man seine gepixelten Dinge frei ausstellen. Einfach auf das Schild über den gewünschten Podest. Den Namen des Künstlers und Kopierrechte schreiben. Okay, haben wir hier schon irgendwas drin? Platz frei, Platz frei, Platz frei. Platz frei, Platz frei. Awesome place. Kopieren nicht erlaubt. Aha. Im Quast, kopieren erlaubt. Lord Huntington. Ja, das hier ist der Schmuck, den wir haben am Baum. Ich habe keine, ehrlich gesagt, keine Ahnung, was das hier ist. Das hier ist auf jeden Fall ein Block. Materialraum für Eigenkreation folgt. Ach, und hier ist das Herz. Oh.
Da hast du aber falsch gepixelt, mein Freund. Ich werde das mal ganz kurz bereinigen. Habe ich was da? Ich habe was da, ja. So, ich bin so frei und repariere das mal. Aber es müsste jetzt repariert sein. Sehr schön. Eigentlich müsste man hier noch zu. Nein, ich mache das jetzt mal nicht. Ist ja nicht mein Herz. Ich habe es repariert. Und mehr sollte ich wirklich nicht machen. So. Das heißt, hier wird wahrscheinlich der ganze Schüssel dann aufgebaut sein, den man benutzen kann, um Kreationen zu machen. Mal gucken, vielleicht werde ich da auch noch was reinstellen von mir. Es ist immer noch besser als meine Truhe, die ich da hingepackt habe, weil hier kann man quasi seine Kreation einfach ausstellen. Das heißt, man nimmt halt sein Kopierwerkzeug, was ich gerade momentan hier habe. Nö. Naja, was denn? Zaun brennt? Das muss ich jetzt mal begutachten. Wo brennt hier was? Hä? Hier brennt kein Zaun. Ach da. Nee, ist eine Fackel. Hier brennt doch gar nichts. Hä? Der meint wahrscheinlich die Fackel. Wodurch? Ist der Täter etwa hier? Das kann ja eigentlich nur dann awesome sein. Okay. Hey, was willst du denn von mir? Maxi steht doch da. Ja, gut, gehen wir mal weiter. Wir haben ja hier noch das Haus von Nugget. Mal gucken, wie weit Nugget gekommen ist. Lass mich in Ruhe. Das meine ich. Weißt du, sobald ich mein Grundstück verlasse, kommen die ganzen Viecher raus und versuchen mich zu töten. Und das Gefährliche ist noch diese Ecke. Diese Ecke muss irgendwie noch, keine Ahnung, erleuchtet werden oder so. Ach, da kommen die ganzen Viecher her, weißt du, laufen zu mir nach oben. In meine Basis und freuen sich dann erst ab. Und da muss ich auch noch ein bisschen Lichter machen. Ihr seht schon, Zombies spawnen auch hier bei mir. Also ganz unschuldig bin ich nicht. Aber das wird schon. Also ich werde hier auf jeden Fall dafür sorgen, dass hier etwas auf jeden Fall steht. Es sieht schon so aus, als müsste da irgendwas stehen. Eine kleine Statue oder so. Und da muss definitiv auch noch was hin. Jetzt gehe ich weg, bevor ich getötet werde. So. Ja, der Marktplatz steht hier immer noch. Halbwegs verlassen. Ich habe versucht, irgendwie auch ein Marktplatz-Plugin zu installieren. Ich bin aber nicht weit gekommen, weil es anscheinend sehr kompliziert ist. Du bist da, Nugget. Hallo, Nugget. Was ist das in seiner Hand? Was ist das in deiner Hand? Wieso lege ich mich jetzt hin? Ich weiß es nicht. Was hast du jetzt aufgestellt? Eine Kiste oder was? Du bist doch eine Kiste. Oh, guck mal, jetzt ich Fensterrahmen gemacht. Mit Schnee drauf. Ach, wie süß. Ja, mit Liebe zum Detail. Das ist Nugget. Das ist Wolle auf dem Boden, aha. Was ist das? Ich guck nur. Quarz Boden ist doch viel geiler. Also, wie bei mir, weil ich meine, ihr habt's gesehen. Das ist verdammt geil. Und er hat hier einen Wasserhahn, guckt's. Wie cool. Und das gucke ich mir ab.
Ich meine, das hier ist eigentlich nur Eis. Aber wie ihr seht, das funktioniert schon. Hab keinen Quarz und meine Hütte ist bei weitem noch nicht fertig. Ja, das dauert alles noch ein bisschen. Na, gehen wir weiter zu mir. Ich schalte mal wieder die richtige Perspektive an. So. Toll. Ich weiß gar nicht, wo mein Schwert ist. Wo ist mein Schwert? Ich hab's irgendwo hingelegt, ne? Das sind die fröhlichsten Zombies, die ich je, jemals gesehen habe. Also, es könnte vielleicht an Weihnachten liegen. Oh Gott, ich habe meine Rüstung nicht gern. Okay, ich ziehe auf jeden Fall meine Rüstung an, damit ich nicht krepiere. Das ist Fakt Nummer 1. Oh nein, jetzt habe ich meinen Beutel geöffnet. So, ihr könnt mich mal. Nein, lass mich. Nein, nein, nicht töten. Ah, halbes Herz. Oh, halbes Herz. Wo ist mein Essen? Was habe ich mit meinem Essen gemacht? Ich hasse es. Ich hau mein Inventar immer voll mit unnötigen Sachen. Und dann versuche ich immer das Essen. Ich wette, ich habe es draußen hingelegt. Aber hundertprozentig draußen. Tolle Wurst. Naja, hier draußen will ich auf jeden Fall auch noch irgendwas bauen. So eine Bank, so eine verschneite Bank oder so. Da muss ich hier auch noch ein bisschen Schnee verteilen. Ja, passt das schon. Aber ich muss sagen, das ist mir wirklich gelungen mit diesem Akzent. Das gefällt mir. Mal gucken, ich weiß noch nicht, wie ich den Rest gestalten werde. Ihr werdet das höchstwahrscheinlich die Tage sehen. Ich hoffe, ich bin jetzt safe. Scheint so. Nein, 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 nein! Verdammt. Da sind meine Truhen. Wir schleichen uns einfach hin. Hey. Nein, ich will da keine Truhe. Ach, meine Fresse. Ich will doch nur da reingucken. Davon scheint beim Schleichen nicht machen. Okay, hier ist nichts zu essen drin. Wo ist mein Essen? Ich hab nur noch ein Herz. Hä? Oder habe ich hier doch ein... Wo habe ich mein Essen hingetan? Verdammt. Kann ich Eier essen? Ich glaube, die kann ich nur werfen, ne? Zero, wie kommt man eigentlich an Sachen ran, die nicht in dieser Welt existieren? Zum Beispiel. Wir haben. Ups. Wir haben Kaktus. Jetzt schnell weg hier. Oh. Cookie hat einen. Und zwar Cookie, der da hinten, der hat einen Kaktus. Man kann sie, glaube ich, pflanzen und dann kann sie wachsen. Glaube ich. Ich habe hier noch eine Kartoffel drin. Aber mein Essen ist weg. Ist einfach verschwunden. Habe ich irgendwo anders noch Kisten aufgestellt? Ich glaube schon. Da stehst du ja aber noch da. Lass mich doch in Ruhe. Oh Gott. Warum greifst du mich an? Oh Gott, nein, 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 nicht töten. Da hinten ist ja noch eine Truhe. Ich brauche nur was zu essen. Ja, essen. So, wo ist jetzt mein Schwert? Egal, ich nehme das. Und dann kriegt jetzt jemand aufs Maul, ey. Komm her! Wo bist du? Jetzt ist er wahrscheinlich... Ja, jetzt ist er verschwunden. Zero, du sollst den Platz deiner Geheimtruhe ändern. Moment. Wo soll die denn sein? Fragezeichen. Okay, irgendjemand hat den Kaktus geklaut und jetzt haben wir keinen mehr.
Aber was ich sehe, ist auf jeden Fall ein Enderman. Und den muss ich platt machen. Leider habe ich mein Diamantenschwert gerade nicht hier, aber egal. Verbrannt, verloren, in die Luft gesprengt. Na super. Wir gucken mal selber nach. Ich habe Finn gefunden, cool. Zero hat den Erfolg Totally Mathematic erzielt. Ja. Der war doch hier irgendwo drin. Ja, dann müssen wir einen neuen suchen. Oder fragen, wo er ihn gefunden hat. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, dass der Kaktus weg ist. Das war der einzige, den wir hatten und mit dem können wir grüne Farbe machen. Ich weiß, dass ich, wo sie ist. Wer ist sie? Och Mann. Keine Enderperle. Ich glaube, hier brauche ich eine. Naja, kümmern wir uns erstmal um was anderes. Wir sind ja jetzt hier mitten in der Folge und ich kann jetzt hier nicht jetzt mit euch quatschen. Mit denen quatschen. Jedenfalls, ich habe Deadline gegeben. Deadline meinte, ja, das können wir anpflanzen und so. Seitdem ist es verschwunden. Also ist der Täter höchstwahrscheinlich Deadline. So, und ich möchte heute ein bisschen Schnee verteilen mit euch. Und zwar möchte ich gerne meine Fenster ein bisschen schmücken. Und dafür packen wir es am besten drauf. Also normalerweise ist es ja bei Schnee immer so, dass es zum Teil ja auch rausguckt, ne? Das heißt, wir brauchen hier erstmal schön ordentlich Schnee. Wieso Gardinen? Versteht ihr? Wie sieht das mit Kakao aus? Ja, das wird schwer. Kakao wird schwer. So, wir lassen jetzt hier ein bisschen Schnee runterhängen. Und es ist ja immer so, dass Schnee auch zum Teil quasi ein Stück in der Luft liegt. Wenn es ein besonders kalter und recht biegsamer Schnee war, dann hängt es ja halt wirklich noch so ein bisschen in der Luft. Muss da immer ganz präzise sein. Ich weiß mal, es gibt Besseres als Pixel zu platzieren, aber es wird im Endeffekt richtig schön aussehen. Richtig schön. So, kann ich auch ein bisschen schneller arbeiten. Ich glaube, da habe ich irgendwas verkackt, glaube ich. Ups. Ich glaube, das ist gar nicht mehr so schlimm, obwohl ich mach's mal weg. Sonst ist das so unkoordiniert. Obwohl, das ist gar nicht mal so schlecht. Ich mache einfach nur zweite Schicht dran. Ich mache gerne so zwei Schichten. Es macht es einfach alles so ein bisschen realistischer, also 3D-mäßig, wisst ihr? So, dann lassen wir das hier nämlich ein bisschen runterhängen. So, und hier unten müssen wir auch noch ein bisschen was machen. Oh Gott. Und dann muss ich meine Schablone finden. So, haha. Seht ihr, und schon sieht das ein bisschen verschneiter aus, ja, obwohl der hier verkackt ist. So, und wir werden das Ganze jetzt nochmal... Ist das nicht normalerweise immer andersrum? Ich glaube, das ist andersrum. Aber das ist ja gar kein Problem, Freunde. Das kriegen wir auch geregelt. Ich brauche nur mein Stempelwerkzeug. Das ist doch immer so, dass es zum Fenster raus eine gerade Fläche ist. Oder? Es sieht so unrealistisch aus. Ich hole mal kurz mein Stempelwerkzeug. Das muss ich ja irgendwo hierhin getan haben, ne? Oh ja, meine Figur, ne? Die stellen wir erstmal auf. Ich habe jetzt meine anderen Figuren sind jetzt versteckt. Die kann man jetzt momentan nicht sehen. Aber wir haben hier diesen komischen zeitreisenden Typen. Ich weiß nicht, wie die Sendung heißt, habe ich nie geguckt. Weiß gar nicht, was alle so daran so toll finden. So, das sind nicht meine. Wo habe ich es denn hingetan? Wo ist meine Schablone?
Aber wir wissen ja, dass Awesome diese Figur schon aufgestellt hat, ne? Ah, ich kann ihm jetzt auch nichts klauen. Das wäre unfair. Was habe ich denn damit gemacht? Was habe ich denn damit gemacht, Freunde? Auf jeden Fall würde ich das hier am besten gespiegelt eintun und... What the fuck bist du denn? Gut, das hat jetzt nicht besser gemacht. Aber die Fenster müssen auf jeden Fall schön verschneit sein. Und dann muss ich hier auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen was machen. Da tut sich nichts. Aber was ich hier machen kann, ist... Replace. Und dann kann ich das Ganze ersetzen. So, zack. Und wir wissen ja, Schnee setzt sich hier mal so ein bisschen ab. Aber dann darf ich kein Replace machen, ne? Nein. So. Okay, das war vielleicht ein bisschen zu viel absetzen. Also es gibt immer zu viel und zu wenig. Das ist echt nicht so schön. So. Schnee setzt sich ein bisschen ab. Und ja, eigentlich muss ich... Wir machen das erstmal so provisorisch. Ich kann das Ganze ja nochmal selber machen. Also ein bisschen... Ja, ausführlicher, quasi präziser. Aber so im Endeffekt soll es aussehen. Das Ganze werde ich höchstwahrscheinlich noch umdrehen. So dass es hier um die Ecke noch verschneit sein wird. Oder ich werde das jetzt hier mal kurz pixeln. Also im Endeffekt ist das ja immer so, dass hier immer noch so ein kleiner Schleier ist, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Ich habe lange keinen Schnee mehr gesehen. Und ich glaube nicht, dass ich in Berlin so schnell wieder welchen sehen kann. Obwohl letztes Jahr hat es gut geschneit. In Berlin. So sieht das doch schon ein bisschen realistisch aus, oder? Was sagt ihr? Nein, das ist zu viel. Und du kommst auch weg. Dann werden wir mal kurz nur diese Ecke hier. So, und ein Streifen hier entlang. Es ist zu viel. Es wird dunkel. Ich mag es, wenn es dunkel wird. Hier, guckt es euch einfach an. Das ist schön. Ja, da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen dran arbeiten. Also, so wirklich perfekt ist das nicht. Ups. Was ist denn hier los? So. So wirklich perfekt ist das ja noch nicht. Aber es wird schon. Ihr seht schon, dass es wird. Und so wird das Ganze halt ein bisschen verschneiter. Hier würde ich auch noch wahrscheinlich ein paar Fußspuren oder so reinmachen. So, wenn man reinkommt, dass es alles so matschig ist. Und so kalt und so. Brrr, frustig. Das war die falsche Taste. Manchmal wechsle ich noch die Tasten. So, dann lassen wir es hier einfach mal so ein bisschen runtersickern, ne? Und dann passt das eigentlich. So. Ja, sieht doch schon viel besser aus. Jetzt ergänze ich hier nochmal ein bisschen Schnee. Weil es ist halt 3D, ist es halt immer noch ein bisschen besser, als wenn man einfach nur ganz billiges 2D verwendet. So. Seht ihr? Schon viel, viel besser. So. Und das Ganze wird dann halt kopiert, auf die andere Seite gesetzt. Und dann haben wir ein schön verschneites Fenster. Und dann würde ich hier noch ein bisschen Deko machen die nächsten Tage. Das ist übrigens meine Brücke, habe ich dir euch schon gezeigt. Ich bin schon öfters rübergegangen, aber gezeigt habe ich sie euch noch nicht. Aber ich bin sehr, sehr stolz drauf. Wobei ich noch nicht ganz zufrieden bin mit den Stangen. Also, da fehlt noch der kleine Feinschliff, muss ich sagen. Aber ansonsten bin ich froh, dass ich eine kleine Brücke habe, über die ich jetzt gehen kann. Dass ich nicht mehr nasse Pfoten kriege. Ja, beziehungsweise kalte Pfoten. Hier hat sich irgendwie eine Kuh verirrt in den Stall. Ich weiß nicht wie. Ja, das wird mein persönlicher Weihnachtsbaum, den ich ein bisschen aufschmücken werde. Der wird ein bisschen kleiner werden als der da drüben. Aber der wird doch schon so ein bisschen festlich sein, ne? So. Ja, hier habe ich das Licht halt auch entfernt. Damit das damit der ganze Schnee halt nicht schmilzt, ne? So. Gut, Freunde. Wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich morgen wieder zu einer neuen Folge, wenn wir uns da... Alter, was geht denn da ab? Wenn wir ein Stück weiter vorangekommen sind und mein
Heim noch festlich aussieht. Und die anderen vielleicht auch. Vielleicht wage ich mich endlich an den Weihnachtsbaum. Wobei eigentlich dekoriert man ihn ja erst kurz vor Weihnachten, ne? Ja, gucken. Wir haben ja doch lange, lange Zeit. Da muss ich nicht viel drüber nachdenken. Gut, Freunde, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ich bin gespannt, wie es beim nächsten Mal aussieht hier. Wie weit wir kommen werden. Und wenn ihr mitwachen wollt, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare. Haut rein, euer Seo. Tschüss.